Hallo und herzlich willkommen zum 30. Teil von Let's Play Grandia. Wir waren dabei stehen geblieben. Hier ist Mio. Wir haben nämlich im letzten Teil Mio besiegt und gerade auch nochmal Nana. Also davor haben wir beides in einem gemacht. Jetzt gehen wir weiter zum Zug, denn wir müssen ja jetzt noch entkommen. Huch, was war das? Da ist er, der Militärzug, über den die Frau gesprochen hat. Gut, auf ihm werden wir entkommen. Toll, Justin. Kannst du ihn fahren? Klar, nun eigentlich, ich hab's noch nie probiert, aber wir können es ja gleich lernen. Dann wollen wir mal. Erstmal die ganzen Leute hier rumlaufen. Okay, keine Leute da. Ich dachte, hier wären noch Soldaten, aber... Ach, da hinten. Ja, okay. Ist ja gut bewacht, der Zug, auf jeden Fall. Na, ist hier... Ne, hier ist nichts mehr, okay. Dann wollen wir auch direkt in den Zug einsteigen. So, Rainer und... Schnell, schnell, Justin, die Typen kommen. Okay, ich hab's, das ist es. So, dann wollen wir mal durchfahren. Hey, hey, aus dem Weg, wollt ihr überfahren werden? Bam, durchs Tor gebrettert. Die Soldaten stehen einfach nur dumm rum. In Ordnung, der Menschenjunge ist entkommen. So weit, so gut. Ja, Oberst, aber... Was ist, Lin? Nichts, gar nichts. Sehr gut, Leutnant. Nana und die anderen sollen dem... Sollen dem Jungen wie geplant folgen. Genau, sollen dem Jungen wie geplant folgen. Du wirst mit mir kommen, um aus der Luft zu folgen. Bereiten Sie die Grandeur sofort zum Start vor. Ja, Oberst, es wird in 15 Minuten bereit sein. Oh oh. Sieht gar nicht gut aus. Guten Morgen, Justin. Oh, Fina, guten Morgen. Sieht aus, als ob wir den Soldaten heil entkommen wären. Du hast diesen Zug die ganze Nacht gesteuert, Justin. Du bist bestimmt müde. Ich übernehme, wenn du willst. Nee, mir geht's gut. Ein Abenteurer erster Klasse würde nie so schnell ermüden. Wie geht es Rem und Sue? Sie schlafen beide fest in ihrem eigenen Wagen. Sie sind so süß, wenn sie schlafen. Ja, aber hoffentlich nicht zu lang. Ich muss Rem so viele Sachen fragen. Ich verstehe deine Frustration, aber lass ihn noch ein Weilchen schlafen. Gestern war ein harter Tag für ihn. Okay, okay. Soll ich mehr Kohle ins Feuer tun? Ich würde das gerne für dich tun. Nein, schon okay, ich werde es tun. Und wer steuert den dann die Lokomotive? Oh, Ahahaha. Ich fahre, während du die Kohle schaufelst. Okay, du hast gewonnen. Jetzt geh. Zieh nur an dem Hebel da drüben. Ja, was war das? Lass ihn los, Justin. Das war die Bremse. Trottel. Mensch, Justin. Hehe, ich hab bloß Spaß gemacht. Oh ja? Ja. Hahaha. Oh Mann. Na, da sitzen sie ja alle wieder zu viert. Wie geht's dir, Rem? Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Ehrlich, eher nicht. Ich konnte kaum schlafen. Du weißt ja, es ist das erste Mal, dass ich mit so etwas fahre. Ich mag es. Es macht so viel Spaß. Das nennt man eine Lokomotive. Dort, wo ich herkomme, haben wir auch solche Lokomotiven. Puff, puff! Ich frag mich, warum kleine Jungs immer davon träumen, mit so etwas zu fahren. Justin ist ohne zu fragen auf eine geklettert. Das war ein Theater? Hahaha, das ist typisch Justin. Hahaha, aber war ich das vielleicht? War ich das wirklich? Vielleicht?
Apropos Rem, ich will dich noch eine Menge fragen. Was willst du wissen? Wer hat dich im Nebelwald verletzt? Ich lief durch den Nebelwald, als diese grausigen Soldatinnen anfingen, mich zu verfolgen. Bestimmt die drei Hässlichen. Ich lief so schnell ich konnte, stolperte und verletzte mich. Warum sollten die Galail-Truppen so etwas tun? Ob meine Schwester wohl dabei war? Ich hoffe nicht. Was willst du wissen? Hast du das Ende der Welt gesehen? Das Ende der Welt? Oh, du meinst die große alte Mauer? Natürlich habe ich sie gesehen. Vor langer, langer Zeit lebten Menschen auf der anderen Seite, hat mir meine Mutter erzählt. Echt? Menschen auf der anderen Seite? Wie sieht dein Dorf aus? Mein Dorf heißt Dorf Luk. Es liegt hinter dichtem Nebel, so dicht, dass uns niemand findet. Ich gebe zu, ich sollte das Dorf nicht verlassen, aber ich musste die Welt sehen. Rem, ich denke, du bist ein... Ich denke, deshalb bist du von Natur aus ein Abenteurer, nicht wahr, Fina? Natürlich, sogar mehr als dieser Typ Just... Ahaha, war nur Spaß, nur Spaß. Hey, ich kenne das, ihr solltet mein Dorf sehen. Ich bin sicher, jeder dort würde euch herzlich willkommen heißen. Look, oder? Vielleicht könnten sie uns mehr über das Ende der Welt erzählen. Okay, lasst uns nach Luke gehen. Zeig uns den Weg, Rem. Wow, was war das? Eek! Was war das? Ich gehe mal nachschauen. Och nee, jetzt kommen die Soldaten auch noch hinterher. So eine Scheiße. Ah, Hinterhalt, Hilfe! Oh nein! Na? Wollt ihr etwa Ärger? Sieht aus wie neue Waffen. Verfolgen sie uns? Alter, geh in Deckung, Mann. Sonst wird dein Kopf gleich noch abgerissen, ey. Och, nee. Nein. Jetzt muss ich mich von hinten wieder nach vorne kämpfen. Ja, spring mal runter. Schau, sie verfolgen uns. Einige Soldaten holen auf. Oh nein, was wollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun, Justin? Tja, ich würde mal sagen, einfach mal die ganzen Gefreiter und sonstige Typen umknüppeln. Karmesintrank, halt 150 TP der gesamten Gruppe. Den werde ich mir auf jeden Fall aufheben, den werde ich jetzt nicht sofort verschwenden. Na, hast du Bock? Hab dich gewunden, wolltest wohl abhauen, hä? Nein, eigentlich wollte ich gegen den kämpfen, aber macht ja nichts. Abhauen's. Sieht so aus, als ob ich abhauen würde, hallo? Gefreiter mal 3. Oh nein, wie schrecklich. Gegen die kann ich niemals bestehen. Ja, es ist ziemlich dumm, jetzt sofort meine ganzen Spezialattacken rauszuhauen, aber das macht nichts, das passt schon. Oh, Flame Burnham. So, verbrutzelt mal eine Runde. So, weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. Zack. Ach genau, Justin hat ja die Schockwelle erlernt und die werde ich gleich erstmal sofort, ich sag mal, in Anführungszeichen vorführen. Na, 4 Erfahrungspunkte für Sudi, die man braucht. Ja, super. Ah, du hast mich. Ach, ehrlich? Ha, hier gibt es kein Versteck, also benimm dich nun. Nein. Was will der Typ von mir? Will er mich verarschen oder so? Ich hau die alle locker weg und er meinte, benimm dich. Ist ja schlimmer als bei der Deutschen Bahn hier. So. Heuler, und zwar auf den Gefreiten in der Mitte. Bam. Jawohl, Windstufe hoch, sauber. Mit zu... Na, ich greife mit zu normal an. 67, 67, 66. Da, Schockwelle. Reichweitenangriff mit Schockwelle. Aber... Ach komm, ein Heuler geht noch. Die sterben da zwar nicht alle, aber macht nichts. Dafür ist Fina ja auch noch da. Wohl, wenn Su jetzt noch einen anderen angreift, weil der ja sterben wird, der ganz linke. Ja, sauber. Sehr schön angegriffen. Den töte ich jetzt mit meinem Messer, der will sich nämlich verteidigen. Da, zack. Weg mit dir.
Pretty easy. Ah, wieder 45 und 300. 21, 10, 6 und konnte ich nicht mehr lesen. Stufe 9, sehr cool. So, Justin ist der Nächste, der wieder aufsteigt. Dummes Biest, du hasst mich. Ja, hat der Vorherige auch schon gesagt, du hasst mich. Und jetzt? Spielen die jetzt auf irgendwelche Songs von Rammstein an oder was? Hab ich dich gefunden. Okay, Einheit blitzender Stern. Attacke! Ich glaube, das sind die etwas stärkeren Typen. Müssten Hauptmänner sein, glaube ich. Oder? Ne, sind immer noch Gefreiter. Okay. Ich glaube, hier kommen aber noch hier so Hauptmänner rum. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Keine Ahnung. Bin mir da sogar ziemlich sicher, dass sie da ankommen. So, wir hauen den erstmal noch einen Heuler in die Fresse. Mit Justin mache ich auch nochmal einen Heuler. Und dann dürften die eigentlich tot sein. Zack. Der erste ist auf jeden Fall schon mal weg. Boah, ich hätte fast nicht mehr getroffen, den Äußeren. So, weg mit dir. Ja, die sterben jetzt nicht, aber das macht ja nichts. Ist nicht so schlimm, die können ja vielleicht ein oder zweimal draufhauen. Zieh mir dann, was weiß ich, wie wenig ab. 5 oder so, oder? Oder der trifft erst gar nicht Fina, weil der da nicht rumkommt. Der verteidigt sich, der Spasti. Zack. Der ist tot auf jeden Fall. Der stirbt auch. Ja, Justin, komm mal drauf. Bam, weg mit dir. Das Soldaten. So, 45 und 300. Plus 6, plus 14, plus 8, plus 12, plus 21. Alles klar. Na, 300 Erfahrung braucht Justin noch. Verflix doch mal, du hast mich. Hauptmann Saki soll meinen Tod rächen. Du hast mich. Alle, du hast mich. Du hast mich. Der Stolz der Blutrosen steht auf dem Spiel. Wir lassen dich nicht entkommen. Also gib auf. Niemals. So, ich werde das nämlich jetzt... Ah, hier sind die Hauptmänner. Genau, die haben jetzt, glaube ich, 200 TP. 220 sogar. Wow. Jetzt habe ich aber Angst. Da muss ich direkt mal eine Schockwelle einsetzen. Natürlich nicht aus Angst. Einfach nur, weil die Attacke cool ist. Werd aber mit Fina nochmal einen Heuler reinknallen, weil die wahrscheinlich nicht von einer Schockwelle sterben werden. Bam! Na, welche Attacke kommt da so bekannt vor? Vielleicht Rundschlag bei Sue? Vielleicht hat Sue Justins Attacke einfach mal eiskalt kopiert? Finde ich aber cool, das ist ziemlich nice eigentlich. Und dann machen wir das gleiche mit Sue nämlich auch nochmal, nämlich einen Rundschlag. Und der macht starker Wind nicht, weil er... Nein, ist er noch... Ah, puh. Komm in die Reichweite, du Penner. Da boom. Bam, so. Sah jetzt nicht aus wie eine Schockwelle. Nein, natürlich nicht. So, dann töten wir den. Und Fina geht dann auf den. Müsste eigentlich dann auch krepieren. Ja, natürlich. 134er, 3 Treffer. Geht doch. Ja. 57 und 135. Die haben weniger Gold bei sich als die Gefreiter-Typen. Naja. Wenn das so ist, soll schon mal vorkommen, habe ich gehört. Wie kann ich das Nana sagen? Am besten gar nicht. Wüstenmond-Einheit, das ist es. Alle bereit. Naja. Dann gucken wir mal, was die so drauf haben. Die Wüstenmonde. Hauptmänner. So, mit Fina. Feuersäule kann ich ja nur einmal machen. Dann mache ich das so, mit einem Heuler. Und setz nochmal einfach einen Sepp hinterher. Einfach, weil ich es kann und weil es cool ist. Und Sepp ziemlich viel abzieht. A wind, blow him away. Bam. So, und jetzt noch einen Sepp hinterher und dann ist Sue dran. So, vom Blitz erschlagen. Oder zu Englisch, Thunderstruck. So. Der hat natürlich mit 1 überlebt, ist ja logisch, klar.
Diese scheiß Hauptmänner immer. Ja, 57, 135, wissen wir schon. Zack. Na, Justin braucht immer noch ein bisschen was. Immer noch 300. 400 waren es vorhin, stimmt. Allein die Vorstellung, dass ich zu Hauptmann Mios Einheit gehöre. Ja, das ist schon relativ peinlich, ne? So, dann wollen wir mal. Hier ist ein Offiziersabzeichen. Plus 15 Bewegungen, hat einen Stern. Ne, ich möchte aber gerne hier rein. Ja, jetzt bin ich wieder in der Lok. Alles klar. Super, die Soldaten sind noch nicht im Maschinenraum angelangt. Aber du kannst wetten, dass sie bald hier sein werden. Wenn wir hier bleiben, kriegen sie uns, Justin. Okay, schau, wenn sie hier sind, werden wir sie einer nach dem anderen verprügeln. Und falls nötig, können wir auf die Bremse treten. Nein, wir werden nicht auf die Bremse treten. Okay, aufgepasst, Jungs, hier kommen die Bremsen. Na? Verdammt, das geht schwer. Zack, abgebrochen. Was machst du mit diesem Bremshebel, Justin? Wir können sie nicht mit nur einem Bremshebel besiegen, oder? Hehe, ach so? Pass auf. Okay, los, bevor sie hierher kommen. Hey, schneller, Transuse, wir müssen sie einholen, dann zeigen wir ihnen, was abgeht. Was? Versucht Nana uns zu überholen? Das werde ich nicht zulassen. Okay, alle zuhören. Jeder bekommt 100 Hiebe, wenn Nanas oder Sakis Einheiten schneller hier sind. Saki, Nana und dann kommt Mio. Tja, schade, Mio. Okay, wir schaffen es. Unsere Einheit ist die erste. Ich denke, wir haben es geschafft. Warte mal, Saki, wir müssen uns noch um mehr kümmern. Was meinst du, Mio? Deine Einheit lag hinter unserer. Was? Sie sind nicht hier. Wo zum Teufel sind sie hin? Steht nicht nur rum. Sucht sie. Sofort. Aha, reingelegt. Warte, Justin, ich bin wieder bei der Basis, aber dieses Mal wirst du nicht gewinnen. Das stimmt, wenn wir alle drei zusammenarbeiten, sind wir dreimal so stark. Okay, wo ist dieses Tier? Wo hast du es versteckt? Wir können diese Kreatur nicht entkommen lassen. Hey, das können wir später besprechen, Nana. Lass uns erstmal diesen Jungen fertig machen. Okay, los, ich denke, ich kann ein oder zwei Blitzgeschwindigkeitsstöße geben. Welch ein Zufall. Ich denke, ich kann genau das gleiche wie ihr tun. Fina, Sue, löst die Verbindung zwischen den Wagen. Ja, das ist natürlich schade. Der Bremshebel ist ja kaputt. Und zack, abgekoppelt. Hä? Was machst du da? Du kannst nicht einfach so abhauen. Ihr seid nur dumme Kinder. Wir müssen nur auf die Bremse treten. Und ihr werdet direkt zu uns kommen, ihr Dummköpfe. Das stimmt, die Bremsen. Hey, es gibt keinen Bremshebel. Ah, geile Aktion. Niemals, niemals, niemals. Das wird dich eines Besseren belehren. Ich habe den Bremshebel abgebrochen. Nicht nur das, ich habe den Tank komplett gefüllt. Oh, wie assi, ey. Justin, du bist brillant. Das ist so asozial. Mio, schnell, mach was, um den Motor zu stoppen. Es bringt nichts. Wir müssen einfach alle abspringen. Du Idiot, wie sollen wir abspringen, wenn wir so schnell sind? Zu schnell sind. Es ist nun Zeit, euch dreien Tschüss zu sagen. Justin, warte doch. Haut da rein. Das war's dann wohl mit den... Mit den drei Sergeants, Nana, Saki und Mio. Und da kommen wir auch schon an, im Nebelwald. Beziehungsweise in den Grenzbereichen des Nebelwalds. Und dann werden wir dann demnächst zum Dorf Luck kommen. Haha, wie erfrischend. Hey, hast du gesehen, was die für Gesichter gemacht haben? Ich wette, dass die gerade verzweifelt versuchen, den Zug zu stoppen. Das ist lächerlich.
Übrigens, Rem, wie weit ist es von hier bis zum Dorf Luk? Von hier aus ist es überhaupt nicht weit bis zum Dorf Luk. Nichts wie hin. Was meint ihr? Schau dir bloß den Nebel an, als wären wir in einer Milchwolke. Ich kann nicht sehen, was vor mir ist. Was sollen wir tun, Justin? Sollten wir hier warten, bis sich der Nebel hebt? Glaube ich schon, wir verirren uns im Nebel, wenn wir jetzt weitergehen. Hey, hey, ist schon okay. Wir aus dem Luk-Gebirge verirren uns nicht im Nebel, passt auf. Und der Nebel ist geklärt. Unheimlich, du hast den ganzen Nebel vertrieben. Hä, ziemlich cool, hä? Ich spiele diese Flöte und alle im Dorf wissen, dass ich zurück bin. Im Dorf Luk findet man auch ulkige Nüsse wie nebellösende Nüsse. Mit so einer vertrieb ich den Nebel. Also los, alle zusammen, hier entlang zu meinem Dorf. Los, los, macht rasch. Hä, Moment mal, Rem. Weg ist er. Schätze, er konnte es nicht erwarten, zu seinem Dorf zurückzukommen. Also, nichts wie ihm nach. Wir verlieren ihn aus den Augen, wenn wir uns nicht beeilen. Ganz genau so sieht's aus. Aber bevor wir ihm folgen, werden wir jetzt erstmal nochmal heilen. Und ich nehme den Tipp nochmal mit. Maximum ZP und SP. Mit Erhöhung des Zauberfertigkeitslevels wächst der Maximum ZP um 2 Punkte zwischen den MP-Levels 1 bis 3. Mit Erhöhung des Waffenfertigkeitslevels wächst der Maximum SP um 1 Punkt. Ganz genau so sieht's aus. So, wir werden jetzt erstmal speichern. Und zwar Galeil-Basis überschreiben. Zack. Westnebel sind wir jetzt. Und dann werden wir in der nächsten Folge durch den Westnebel laufen und zum Dorf Luk. Und bis dahin sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.